Hast du auch irgendwas vernünftig, also Normales gemacht irgendwie, oder hast du nur Abi und dann dich durchnudeln lassen? Was ist denn mit dem Typen los? Ich glaube, ich spinne. Leute, es ist Zeit, dass du jetzt ein Abo und ein Like da lässt. Check meinen Partner Just Legends aus. Und falls ihr einen Gamingstuhl braucht, dann die von Adept. Deutsche Qualität zeichnet sich aus. Was geht ab, ihr Zeus hier? Willkommen zu Alpha Kevin, Dieter Bohlen und RTL. Erniedrigungen, Skandale und Mobbing. Dieter Bohlen ist schon ein wilder Hund. Aber ist das so schlimm? Schau mal rein. Stellt euch vor, ihr geht zu einem Musikcontest. Ihr habt 3 Lieder einstudiert und euer erster Hauptsong ist richtig gut geworden. Ihr seid stolz auf euch, weil ihr es endlich geschafft habt. Macht Wochen später den Fernseher an, um euch selbst zu sehen. Und dann bekommt ihr mit, wie der schlechteste Song deiner 3 Lieder reingeschnitten wurde und nur über die Vergangenheit hergezogen wird. Der Vorspann von den Ausschnitten von... Ihr Video habe ich nur gesehen als Vorschaubild. ...von den Shows war größer als alles andere. Der erste Song habe ich Hotel von Celine gesungen. War richtig gut. Haben die rausgeschnitten. Haben die komplett rausgecuttet. Eigentlich singt man die dritten Songs fast nie. Muss ich dann trotzdem singen. Und genau das schneiden die rein, weil es nicht so gut war. Das, meine liebsten Freunde, ist Jill Lange. Sie ist unter anderem bekannt aus Trash-TV-Formaten wie Ex on the Beach oder auch Are You the One? Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Bei denen es oftmals um, ich sag mal, sehr oberflächliche Liebe geht. Derzeit herrscht aber eine heftige Diskussion zwischen Jill Lange und auch Dieter Bohlen bei DSDS. Und in diesem Video werde ich euch aufzeigen, weshalb ich DSDS und Dieter Bohlen gleichermaßen verachte. Deswegen bleibt an der Stelle definitiv dran, da gibt's einiges zu sagen. Bin sehr gespannt, weil klar ist, natürlich ist ihre Aussage, jetzt braucht man doch mal eine Gegenmeinung. Waren die anderen Songs denn wirklich so viel besser und so? Aber ich bin gespannt. Früher war ich eines dieser Kinder, die sich mega gefreut haben, wenn sich im Fernseher wieder mal ein Kandidat bei DSDS blamiert hat. Besonders lustig waren dabei vor allem die Sprüche von Dieter Bohlen. Denn er hat schließlich immer das gesagt, was sich niemand im Fernsehen getraut hat. Aber wenn man so aussieht wie du, das ist kein Wunder. Was du schön hast, ist irgendwie, du hast eine schöne Klatsche. Ich meine, wo gehst du denn hin? Gehst du zum Frauenarzt oder zum Männerarzt? Okay. Ich weiß nicht, wenn ich deine Brust sehe, ist er so ein bisschen dazwischen. Hä, was juckt denn dich seine Brust, du Arschloch? Du kannst nicht singen, Mensch. Na gut, komm schön nach Hause. Kann ich das irgendwie noch verhindern, dass du Musiklehrer wirst? Gut, dann... Ciao. Als Kind habe ich es nahezu geliebt und ich fand es lustig, wie man sich über die anderen amüsieren konnte. Denn man hat nicht mit ihnen gelacht, man hat über sie gelacht. Fun Fact, ich fand es nie cool, tatsächlich. Konnte mir das nie anschauen. Und diese Schadenfreude war einfach Premium-Content. Doch mit dem Alter setzte dann auch bei mir irgendwann der Verstand ein. Und seit 8 Jahren meide ich, so gut es geht, Dieter Bohlen und auch die SDS. Und das auch irgendwo zurecht. Die Frage ist aber, warum mache ich das jetzt? Bin ich Teil der Cancel Culture? Erstmal nein, das hat nichts mit Cancel Culture zu tun, das hat etwas mit logischem Verstand zu tun. Aber ich begründe gleich, weshalb ich so denke und warum ich das Ganze verachte. Denn es werden in diesen Sendungen ganz bewusst Menschen erniedrigt, gemobbt und öffentlich bloßgestellt. Was machen eigentlich diese beiden Quallen da im Hintergrund so? Ist das... Machen die Sex? Ich mach weiter. ...stellt vor teilweise 12 Millionen TV-Zuschauern. Die Sendung stellt teilweise Szenarien dar, die so nie existiert haben und demnach komplette Fakes sind. Ich werde dann nachher auch noch ein Beispiel zeigen, wo man ganz klar erkennen kann, wie manipulativ das Ganze ist. Und die wirklich grausame Doppelmoral von Dieter Bohlen ist auch bald ganz... Du denkst immer nur an Sex, das ist nicht gesund. Hey, ich bin momentan voll frisch verliebt und so. Das ist normal, das ganze Birne nur noch. Die Quallen haben Sex, haben sie wirklich? Guck doch mal hin. Nicht mehr zu ertragen. Dazu kommen wir aber später. Fangen wir erst einmal an mit der Manipulation von dieser Sendung. Es sollte ja jeder wissen, dass die SDS natürlich nicht wirklich real ist. Die meisten denken aber... Das ist also semi-real, glaube ich. Es kommen schon echte Teilnehmer, die echt wirklich Superstar werden wollen. Und alle keine Superstars werden, aber egal. Klar, sie schneiden sehr viel hin, sie pushen sehr viel auf, sie stellen viele Dinge dramatischer dar, als sie wirklich waren. Und so, dass die gucken schon, dass man ein bisschen was Wilderes draus macht. Trotzdem, dass viele Szenarien in dieser Sendung ziemlich real sind und auch real rüberkommen, denn die Konversation würde ja sonst so nicht zustande kommen. Und demnach entsteht immer wieder Shitstorms gegen Kandidaten, weil sie in dieser Sendung scheinen... Du kleiner, dummer Hurensohn, du Wichser, ich hasse dich, du bist voll unsympathisch. Was geht denn hier ab eigentlich gerade? Extrem unhöflich waren. Wie auch im Beispiel von Fabrizio im Jahre 2019. Er wurde so dargestellt, als wäre er eine respektlose Diva, welche die Jury einfach völlig grundlos beleidigt und absolut arrogant und abgehoben rüberkommt. Das Video hat allein auf YouTube ganze 15 Millionen Aufrufe erreicht und der Hate gegenüber ihm war immens. Man muss ihn jetzt hierbei nicht mögen und ich habe auch bei Leroy einige Ausschnitte bei ihm gesehen, da kann man jetzt nicht ganz so sympathisch rüber. Aber wenn man sich die Seite von Fabrizio im Falle DSDS ansah, dann wurde klar, dass nicht er allein für diese Darstellung etwas konnte. Denn laut eigenen Angaben wollte er beispielsweise gar nicht in hohen Schuhen in dieser Sendung laufen. Was? Wirklich?
Nein. Das waren eigentlich High Heels, die für kommende Drag Queens gedacht waren. Doch er wurde scheinbar von RTL bzw. DSDS aufgefordert, diese Schuhe tragen zu müssen. Denn dadurch konnte das Image einer solchen Diva sehr gut geschaffen werden, um sich dann später darüber zu belustigen. Das Ding ist, ich gebe diesen Machern sogar ein bisschen Props, weil ich würde auf sowas gar nicht kommen. Ich wäre so, ich glaube, wenn wir den Typen hohe Schuhe geben, dann ist das nochmal ein Schnuff kritischer, nochmal ein Schnuff irgendwie, gibt es mehr mit Leuten noch mehr zum Nachdenken und so. Aber die Idee kenne ich gar nicht. Im Anschluss erzählt er noch darüber, dass er zwei Jahre zuvor einen Schlaganfall erlitt und dementsprechend Hörprobleme hat. Die Jury meinte zwar, dass sie das berücksichtigen würde, jedoch geschah das offenbar nicht. Und das Problem ist, als ich reingekommen bin, habe ich ja gesagt, dass ich einen Schlaganfall hatte am 22.01.2017. Und dann haben die gemeint, es wird berücksichtigt. Dieter hat mich sogar noch gefragt, und hast du Beeinträchtigungen und sowas, bist du beeinträchtigt? Also ja, ich habe nur Hörgeräte, ansonsten geht's mir gut und so. Ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Feinmotorik und da meinten die, ja, das ist kein Problem, das wird berücksichtigt. Ja. Ist aber scheinbar nicht berücksichtigt worden. Des Weiteren sah man von Fabrizio folgende Respektlosigkeiten bei DSDS. Camilo, warte draußen, kann später kommen. Kleine alter Huf. Man muss sagen, Fabrizio hat sich wirklich nicht gut verhalten. So ein Verhalten an den Tag zu legen, vor allem im Fernsehen, ist halt wirklich nicht gerade sehr schlau. Zudem man halt auch weiß, dass RTL alles Mögliche zusammenhangslos zusammenschneidet, damit man möglichst komisch rüberkommt oder möglichst positiv oder negativ dargestellt wird. Aber dachtet ihr gerade eben auch in dieser Sequenz, dass er das Wort Schlampe und Hure nutzt? Tja, da sieht zwar so aus, aber der Sender hat bewusst Teile von diesen Beleidigungen rausgeschnitten, damit es genauso wirkt, als würde er die Person in dieser Art beleidigen. Denn er sagte nämlich eigentlich was ganz anderes. Am Ende gehe ich ja raus und sage dann Schl und sag Hu. Ich sag aber nicht Schla, ich sag das Wort nicht. Ich sag nämlich Schnepfe und Hure sage ich auch nicht. Ich sag nämlich Heuchlerin. Und es hat sich dann so angehört, wie als ob ich sie beleidigt habe, ne? Aber das Krasse ist ja klar, dass RTL sagt, es sind trotzdem Schimpfworte, wir mussten die rauspiepen. Also es ist schon heavy, es ist heavy. Kleine Und demnach wurde das Ganze noch größer und der Hass gegenüber Fabrizio wurde immer stärker und stärker. Obwohl das schon krass ist. Schnepfe und was nochmal? Heuchlerin. Heuchlerin? Kleine Ich muss sagen, ich höre zwar kein Heu raus, sondern auch ein Hu raus. Aber andererseits, warum sollte man Hure sagen? Aber ja, keine Ahnung. Und demnach wurde das Ganze noch größer und der Hass gegenüber Fabrizio wurde immer stärker und Was ist mit Alpha Kevin los? Warum macht er so viele PMG-Memes und so rein in seine Videos? Stärker. Er wurde dann dafür so stark beleidigt, dass es ganz Hat er so ein bisschen Jules geschaut, oder was? Andere Dimensionen annahm. An sich kann man sein Auftreten selbstverständlich kritisieren. Er hat sich da wirklich nicht von seiner besten Seite gezeigt, schätze ich mal. Doch RTL, die Jury und alles andere, was damit zu tun hat, hat das Ganze viel schlimmer dastehen lassen, als es eigentlich war. Die SDS schreckte übrigens auch nicht davor zurück, einen Menschen mit offensichtlichem Autismus im Live-TV fertig zu machen. Es ist ja bekannt, dass man, um ins Fernsehen zu kommen, ein Vorcasting machen muss. Wenn man dieses Casting vor einer fremden Jury, sage ich mal, besteht, dann kommt man weiter ins TV bei. Genau, das heißt, die lassen da die Guten und die richtig, richtig Schlechten durch. Und alle, die halt mittel sind, zu langweilig, kommst nicht rein in die Show. Beispielsweise. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass man Menschen, die entweder nicht singen können oder sich offensichtlich bei der Sendung blamieren werden, direkt von der Sendung ausschließt. Dadurch würde zum einen der musikalische Aspekt in den Vordergrund rücken und diese Musikshow wäre auch wirklich eine Musikshow. Doch kein Mensch gucken. Und einige Personen würden dann auch demnach von ihrer Blamage geschützt werden. Egal, ob es denen am Anfang wehtut, dass man ihnen absagt, aber es wäre jedem davon geholfen. Bei Amadeus Soska sah das Ganze aber ein bisschen anders aus. Er wurde ganz bewusst, obwohl er nicht singen kann, ins TV geholt, um ihn öffentlich zur Lachnummer zu machen. Und er durfte nicht nur einen Song singen, nein, er durfte gleich mehrere Songs singen, um sich halt gut zu blamieren. Weil eben klar war, dass er mit seiner Stimme und seinem Gesang nicht weiterkommen würde. Das Ende vom Lied war, dass wahrscheinlich Amadeus aufgrund seiner des Autismus dieses Nein der Jury nicht wahrhaben wollte, beziehungsweise nach Hilfe bat, sich später zu verbessern. Und die Lage eskalierte dann etwas. Nein, nein, willkommen in der Anstalt. Das und noch mehr gibt es nahezu jedes Jahr zu sehen. Zumindest wenn Dieter Bohlen in der Jury sitzt, muss man fairerweise so sagen. Es werden bewusst Menschen blamiert, damit sie später negative Folgen im Leben haben. Und auch vor Menschen, die offensichtliche Einschränkungen haben, wird nicht zurückgeschreckt. Es ist einfach nur peinlich und ich verstehe nicht, wie man menschlich damit klarkommt, solch eine Sendung weiterhin durchzuziehen. Normalerweise ist es ja so, dass sich Menschen mit der Zeit weiterentwickeln. Man sollte vor allem in der heutigen Zeit mitbekommen haben, dass Erniedrigungen im TV oder auch in
der Öffentlichkeit nicht mehr so lustig sind und auch Vorurteile nicht ganz so gut ankommen. Und als Dieter Bohlen auf einem Bild mit dem vorbestraften Rapper Chizzes posierte, schrieb er noch unter einem Kommentar folgendes: Weg mit den Vorurteilen und den musikalischen Grenzen, die nicht existieren. Aha, also keine Vorurteile oder wie? Dann gehen wir einfach mal rein in die Thematik rund um Chill Lange. Wie ich bereits am Anfang des Videos sagte, war Chill Lange in mehreren Trash-TV-Formaten unterwegs. Und anstatt man jetzt einfach hier sich auf die Musik konzentriert, auch ihr musikalisches Talent vorbringt, wurde bei ihr viel mehr auf ihre Vergangenheit in den Trash-TV-Formaten eingegangen. Da ging es dann zum Beispiel darum, was sie denn in diesen Trash-TV-Formaten macht, wie sie sich denn präsentiert und alles rund um ihre Person. Es ging aber null um die Musik. Und anstatt man sie dann endlich mal singen hörte, kamen dann von der Jury eher so Fragen auf, wie denn ihr Freund eigentlich damit klarkommt, dass sie in Trash-TV-Formaten immer mal andere Männer hatte. Dating-Shows, da hat man ja mal mit dem was, mal mit dem, mal hier, mal da. 100%. Du hast auch mit mehreren Männern was gehabt? Wie kommst du damit klar? Was zum Teufel hat... Ist Petro nicht selber so ein Kollege aus Reality TV oder so? Weiß gar nicht. Ist der bei Reality TV auch am Start? Muss eigentlich guckst was nicht, deswegen weiß ich es nicht. Aber war der nicht auch so ein Spezialist, dieser Typ? Die Scheiße bitte mit einem Musikwettbewerb zu tun. Es ist doch nichts Schlimmes dabei, wenn diese Frau in Trash-TV-Formaten irgendwas mit Männern hatte. Also völlig deplatzierte Fragen, die Pietro hier gestellt hat. Doch natürlich sollte das bloß der Anfang sein und es sollte tatsächlich... Ach, das waren DSDS-Gewinner. Ja, okay. ...tatsächlich auch bloß der harmlose Anfang sein. Denn Dieter Bohlen fand das so schlimm, dass sie in diesen Trash-TV-Formaten unterwegs war und auch was mit anderen Männern hatte, dass er unabhängig von ihrer Musik Folgendes sagte. Hast du auch irgendwas Vernünftiges, also Normales gemacht irgendwie oder hast du nur Abi und dann dich durchnudeln lassen? Willst du mich verblöd verkaufen? Was ist denn mit dem Typen los? Ich glaube, ich spinne. Also erstens ist DSDS auch Trash-TV. Meine Meinung, das ist Trash. Was denn sonst? Also klar, es ist nicht so krass Trash wie Dschungelcamp oder nicht so krass. Aber es ist, am Ende ist es halt so Gefühlssache, ob DSDS Trash ist, ob dann Big Brother kommt und dann Dschungelcamp. Oder ob andere sagen, nee, ich finde Big Brother sogar noch einen Ticken besser als DSDS, weil da wird nicht so krass auf Menschen rumgehauen. Aber also wirklich so. Und vor allem Dieter Bohlen, ich weiß nicht. So, ich habe manchmal das Gefühl, im Paralleluniversum wäre der Typ einfach eine Lachnummer. So, weil Modern Talking war nicht schlecht damals. Also seine Thomas Anders damals, die Musik, die er gemacht hat, die war nicht schlecht, ich weiß. Aber eigentlich waren die Deutschen gar nicht mal so hyped auf die Musik, sondern eher Vollgas die Russen. Die fanden Modern Talking super geil. Ich glaube, Japan auch? Ach, ich weiß es nicht. Irgendwie waren die so international total beliebt. Und irgendwie kam er dann rein in diese Fernsehschiene. Und weil er einfach so ein arroganter Mistsack ist, bekommt er da irgendwie dauernd diese Jury-Positionen und so. Weil er so meinungsstark ist, weil er einfach einen Fick auf Gefühle gibt und so und knallharter ist. Weil lustigerweise Menschen den irgendwie lustig finden. So, ist geil, wie der mich alle fertig macht. Ich verstehe das nicht. Es ist halt wie in der Schule früher, dass die Klassenmobber die Helden sind. Aber das sind sie nicht. Voll die Arschlöcher, fertig aus. Also, ach, keine Ahnung. Bohlen, gut, der kann auf meine Meinung scheißen, der ist schweinereich, aber trotzdem bin ich so, weiß ich nicht, ich wäre nicht froh, wenn ich Dieter Bohlen wäre. Excuse me, what the fuck? Bitte, was? Also, weil sie in diesen Trash-Formaten irgendwas mit anderen Männern hatte, stellte er es so hin, als würde sie nichts anderes machen, als sich durchnudeln lassen. Also, dann fehlt mir wirklich alles, wenn ich sowas höre. Zumal Wetten für Bohlen ist dann, wenn es ein Mann wäre, hätte er alle weggeflankt, dann wäre es cool wahrscheinlich. Gerechnet in dieser Jury von diesem Jahr Katja Krasavitsch zwei Plätze neben ihm sitzt. Aber hey, für die Einschaltquote ist Katja Krasavitsch definitiv... Aber die Katja hat sich ja nicht durchnudeln lassen, das sagt sie doch immer nur. Definitiv besser als diese Chill Lange. Nachdem Chill ihn dann öffentlich auf die sexistischen Aussagen ansprach, blockierte er sie und ihren Freund einfach, weil er die Kritik wahrscheinlich nicht wahrhaben wollte. Dieter Bohlen blamiert Anit. Nee, ich glaube, dass er halt einfach so ein Mensch ist, der ist so zieh euch einen Stock aus dem Arsch, das Leben ist hart, die Starken gewinnen, die Schwachen verlieren, fertig aus. Ich glaube, dass der halt einfach so ist, so heul leiser, so ist der vermutlich drauf. Tricht und beleidigt irgendwelche Kandidaten. Dann sagt er, dass man keine Vorurteile haben soll, aber bringt permanent Vorurteile gegenüber dieser Kandidatin. Herzlichen Glückwunsch zum König der Doppelmoral. Laut ihr wurden dann scheinbar noch ziemlich wichtige Aussagen von RTL rausgeschnitten. Und was ich auch ziemlich lustig fand, war die Aussage, dass Dieter Bohlen so Trash-TV ja nicht anschaut. Ich kann da nichts zu sagen, weil ich gucke mir so einen Schrott nicht an. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb die SDS immer mehr versagt. Denn die Leute, die schauen sich den Schrott auch so langsam nicht mehr an. Das, wogegen er ist, und zwar Trash-TV, führt er mittlerweile seit 20 Jahren selber. Eben, die SDS ist Trash-TV. Fertig aus. Also klar, es ist krasser produziert und am Ende geht es ja scheinbar um einen Superstar. Aber ich kenne niemanden, der
der Superstar-Gewinner, außer scheinbar Pietro Lombardi. Erfolgreich durch. Und merkt es scheinbar nicht. Und das wundert mich. Mark Matlock war noch ein Gewinner, oder? Ich kenne zwei. Ich bin ansonsten raus. Ich meine, der Typ ist über 60. Der müsste doch mal reflektieren, dass das, was er macht, nicht besser ist als jedes andere Trash-Format. Es ist wirklich nicht auszumalen, wie viele Menschen durch Dieter Bohlen und durch die SDS völlig blamiert wurden. Und das auch oftmals zu Unrecht. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, an wie viele Gewinner von die SDS erinnert ihr euch noch, die Erfolg haben? Da sind vielleicht... Okay, geh mal durch. Staffel 6. Gut, kenne ich natürlich nicht. Kenne ich nicht. Anita, kenne ich nicht. Ja, kenne ich nicht. Luca, nee. Pietro Lombardi kenne ich halt eben. Aber auch nur durch InScope und UnsuperTV. Seine YouTube-Präsenz war zu stark. Was denn? Daniel? Niemals. Ja, hier Mark Matlock, den kenne ich irgendwoher noch. Warum, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die haben mal so einen Sommersong gemacht zusammen, ne? Tobias? Nee, keine Ahnung. Ellie, keine Ahnung. Alexander, keine Ahnung. Kennt ihr alle nicht. 3 bis 4, wenn es gut kommt. Die meisten sind aber bekannt geworden, weil sie fertig gemacht wurden in dieser Sendung. Und das ist ehrlich gesagt traurig als alles andere. Im gleichen Atemzug bin ich aber froh, dass es mittlerweile... Aber ich kenne Menderes. Der hat nicht mal gewonnen. Kam, glaube ich, nur einmal in Recall oder so. Menderes hieß der, glaube ich, oder? Der, wo immer versucht hat, bei jeder Folge, bei jeder Staffel war der mit dabei, wurde nie genommen. Hat es immer wieder probiert. Das ist so ein Dauerkandidat. Weil es Musikcontests wie The Voice of Germany gibt, die ebenfalls ziemlich erfolgreich sind und tatsächlich etwas mit Musik zu tun haben. Denn da wird nicht auf die Person geschaut, wie sieht sie aus, wie verhält sie sich, sondern der Gesang ist das, worauf es ankommt. Gehen wir jetzt aber nochmal über zu einem Kapitel, wo man ganz klar nachweisen kann, wie unfassbar manipulativ das Ganze gestaltet wird. Damals hat nämlich ein stabiler Meinungsblogger namens Artikel 5 ein Video über die SDS hochgeladen und die 1,6 Millionen Aufrufe. Diese Sendung ziemlich gut exposed anhand eines Beispiels. Ich zeige euch jetzt einfach mal das Video, denn ihr hat es... Der wurde aber sicher viermal so gekauft, ja. Weißt du das, Kati, oder ist das gerade so eine Verschwörungstheorie von dir? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber man wusste irgendwann, dass der Typ macht Einschaltquoten, man hat Mitleid mit dem, man will den drin haben. Also wo er einen Recall bekommen hat, da war ich auch so, ja, vermutlich. Man will ein bisschen mehr von dem haben einfach. Aber keine Ahnung, ich muss halt sagen, ich schaue das alles nicht. Ich mag The Voice nicht, ich gucke alles nicht, ich schaue... Das Supertalent nicht, ich schaue das alles nicht. So klar, ich sehe mal Ausschnitte auf YouTube oder so oder auf TikTok oder auf Instagram. Ist mir reingespült, die Kacke. Aber mich jucken diese ganzen Shows nicht. Ich mag die nicht so. Also Fernsehen, ich weiß nicht, wo Fernsehen mich noch abholen kann. Vielleicht bei geilen Dokus bin ich noch dabei. Oder bei Talkshows, wo wirklich über krasse Sachen geredet wird. Zu Corona-Zeiten war das schon zum Beispiel sehr interessant. Mittlerweile gucke ich es aber auch nicht mehr. Also Fernsehen holt mich nicht ab. Ist richtig gut erklärt. Ich würde es, glaube ich, selber nicht besser hinbekommen. Wie RTL alles perfekt zurechtschneiden kann. Jetzt sollten die meisten von euch erkannt haben, was hierbei der Fehler ist, aber ich denke, dass einige von euch nicht verstehen werden, wie so ein Fehler entsteht. Ich probiere euch das nun bestmöglich zu erklären. Wir nehmen nun also ein Bild und setzen meinetwegen 4 Spielfiguren verteilt auf das Bild. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass genug Platz zwischen den Spielfiguren ist. Wenn man nun das Bild in 4 Teile teilt, dann sollte jede Spielfigur in ihrer eigenen, in Anführungsstrichen, Box sitzen. Wenn ich nun eine dieser Spielfiguren außerhalb von dieser Box hinbewege, dann seht ihr, dass diese immer mehr unter einer, in Anführungsstrichen, unsichtbaren Wand verschwindet. Das ist dasselbe Prinzip wie bei DSDS und deshalb werde ich nun probieren, das auf DSDS anzuwenden, um euch somit das Ganze noch verständlicher zu gestalten. Wenn bei DSDS eine Kamera auf einem Stativ steht, dann sollte man immer das identische Bild haben, bis auf die Jury, welche sich bewegt. Aber der Hintergrund bleibt immer derselbe. Somit haben wir ein konstantes Bild, welches... Was ist, wenn hinten ein Vogel vorbeifliegt oder ist das der Hintergrund? Der ist fake wahrscheinlich, oder? Was für so einen Schnitt sehr, sehr wichtig ist. So ein konstantes Bild ermöglicht es, dass man jeden Teil aus der Jury einzeln ausschneiden kann und einfügen kann, wo man möchte. Das Ganze funktioniert mit Schnittmasken und ist wirklich sehr, sehr bekannt. Super easy, mache ich auch. Als Beispiel funktioniert jedes Video, in welchem eine Person mehrfach gezeigt wird, so. Oder eben mit einem Greenscreen. Es gibt eine Szene in einem Harry Potter Film, in welchem Harry mehrfach zu sehen ist. Und diese Szene wurde mit so einer Maske erstellt. Um euch nun ein Beispiel zu geben, stellt euch mal vor, dass Dieter weint und der Rest der Jury ist am Lachen. Das würde nicht wirklich Sinn machen und würde den Zuschauer verwirren. Somit könnte man eine andere Stelle suchen, in welcher Bohlen das gleiche anhat wie bei der anderen Stelle. Falls diese dann besser reinpassen sollte, dann werden beide Videos übereinander gelegt und von dem Video mit Dieter wird alles bis auf R weggeschnitten. Das nun mal dazu. Aber was war es denn bei dieser komischen Szene? Ich will die nochmal sehen. Wo er meinte, habt ihr es gesehen? Ja. Guckt hier hin. Alter Schwede. Er verschwindet einfach in der Maske. Ach du Schande. Bei Folge 16, da haben sie einfach verkackt. Wir haben es in den falschen Moment reingeschnitten. Wie kann denn das passieren? Wie schlecht. Ja klar, aber dann, ja, definitiv ein Beweis. Die schneiden das alles zusammen, so wie sie es haben wollen. Also die Reaktion natürlich. Klar kann man sagen, ist das schlimm? Man muss halt nur wissen, dass es halt nicht echt ist, dass man viel jetzt zusammenbastelt. Das allein muss man halt wissen nur. Aber klar, also es muss per se nicht schlimm sein. So, man will halt nur die Show verbessern, verstehe ich voll. Man kann vieles zusammenschneiden oder so. Aber trotzdem, ja.
Dieter wird alles bis auf R weggeschnitten. Das nur mal dazu, wie krass das Ganze manipuliert ist. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen, wenn ich sowas anschauen muss. Kurzer Fun Fact: RTL musste übrigens 2008 100.000 Euro Strafe zahlen durch Dieter Bullens Beleidigungen. Weil einer geweint hat, gell? Einer zusammengebrochen, so ein Junge. Gegen irgendwelche Kandidaten. Und da kam er scheinbar noch super kimpflich davon. Also damals war das auch schon sehr kontrovers. Jedoch war das damals eine Zeit, bei der man sich scheinbar kaum hinterfragt hat, wie es den Kandidaten gehen würde, wenn Dieter Bullen diese dort im TV erniedrigt. Ich kann nur sagen, Dieter Bohlen ist jemand, der als Produzent mega erfolgreich war und auch seinen Erfolg verdient hat, sage ich gar nichts dagegen. Jedoch gehört für mich jemand, der bewusst Kandidaten im TV aufs Letzte erniedrigt, nicht ins Fernsehen. Ich weiß, dass diese Ansicht mit Sicherheit bei Boomern auf ziemlich viel Unverständnis stoßen wird, aber macht einfach mal die Augen auf und schaut euch an, was für ein persönlicher Schaden durch Dieter bei den Kandidaten entstanden ist. Dann versteht ihr vielleicht auch das Ausmaß. Dann geht es um Ausgrenzung, um... Dieter muss es nicht bezahlen. Mobbing, um... RTL, stimmt, eigentlich krass, dass die da, aber ich glaube RTL ist da versichert, ne? Drohungen und so weiter. Und ja, selbstverständlich sind auch die Teilnehmer mit dran schuld, dass sie dort so fertig gemacht werden, beziehungsweise dass sie sich überhaupt auf diese Sendung einlassen, denn es ist im Vorhinein klar, dass RTL das so zurechtbiegt, dass es möglichst unterhalten. Muss er nicht so einen Vertrag unterschreiben, um da aufzutauchen? Gibt man doch alles ab, bestimmt, die ganzen Rechte und so weiter. Zusammen aussieht. Das rechtfertigt für mich jedoch nicht das Ausmaß dieser Bloßstellungen. Damit bin ich raus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesen Sendungen haltet. Würde mich riesig interessieren. Und damit lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert gerne den Kanal. Und ich würde sagen, haut rein und macht's gut. Ciao. Fun Fact. Wusstet ihr, dass Dieter Bohlen sogar ein Buch rausgebracht hat, wo, oh, das war Kallis Kommentar gerade, wo die härtesten Sprüche von ihm verfasst sind und so. Du bist so lost. Ha, 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 ha. Meine Fresse. Das ist auch so, das sind so Kommentare, bin ich so, Alter, was ist das so? Was soll jetzt Kevin das sagen? Warum ist er lost? Weswegen? Gib irgendwelche Infos. Einfach nur so ein Scheiß schreiben, weil man nichts zu sagen hat. Und dann verpiss dich doch mit deiner Meinung. Aber ich schaue es trotzdem. Aber keine Ahnung, wieso. Ja, das sind sie meist natürlich. Viele gucken das ja eher, ja. Kann es sein, dass Modern Talking dieses Jahr wieder auftritt? Wirklich? Thomas Anders geht auf die Bühne wieder hoch. Das glaube ich, nicht. Mich wundern. Auch hier. Ist doch bei Heidi Klum und den ganzen Trash-Formaten das Gleiche? Natürlich. Das ist immer das Gleiche. Also Bohlen ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Heidi beleidigt niemals so krass ihre Teilnehmer. Aber auch sie fällt sich manchmal nicht richtig. Germany's Next Topmodel ist auch natürlich eine mega Trash-Sendung. Definitiv. Man kann das schon gucken. Fühle ich nicht, ob das deswegen flamen oder so. Aber ihr müsst eingestehen, dass ihr euch einen ganz schönen Rotz reinzieht. Das muss man doch eingestehen wenigstens. Nur das will ich von euch. Wenn man sagt so, ja, ich gucke da schon ganz schön Quatsch. Sollen jetzt Nutten, also... Sollen jetzt Nutten als normal akzeptiert werden, weil sie von sich selbst sagen, stolz drauf zu sein, rumzuhuren und sich als billige Bitch auszugeben? Ach, so ein Geier. Was glaubt man denn, was das für ein Mensch, Menschen sind? Eine in der Fresse, der sich so arrogant gibt. Hä? Der hat den Schuss überhaupt nicht gehört. Kaiser stinkt oben links. Und zum Stimmt? Wo steht denn der Kaiser stinkt? Was würde denn stehen, wenn man Heidi und Dieter mischen würde? Boah, die beiden als Jury. Das war doch mal ein wildes Ding, oder? Das ist der Ofen komplett vorbei. Oh, Zuschauerzahlen ganz schön runtergegangen bei DSDS. Sollten sie langsam mal absetzen. Und warum ist Bohlen wieder da? Dachte, den hätten sie rausgeschmissen. Keine Ahnung, wie ich ehrlich bin. Naja, Leute, das war... Alpha Kevin und DSDS. Ja, mal eure Meinung rein. Guckt ihr sowas? Wenn ja, warum? Seid ihr der Meinung so, ja, Zio, du hast schon recht. Das ist schon ganz schön ein Rotz, was ich da schaue. Aber ich schaue es trotzdem. Mir doch egal. Und sagt ihr, nein, das ist total okay. Das ist nun mal die Welt. Die Welt ist nun mal hart. Und es ist normal, dass gemobbt wird. Wir wurden doch alle gemobbt. Deswegen lasst doch weitermachen damit. Dann gerne eure Meinung in die Kommentare, wie gesagt. Bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und dann bis dann.